Oh yeah! War noch was Blaues, aber dann kacke ich das mal drauf. Und irgendwann werde ich es ja einsammeln. Jetzt ist aber ganz schön viel los hier, ne? Wahrscheinlich, oder? So. Ich wollte jetzt aber nochmal kurz gucken. Ziele. Das sind nämlich Zusatzziele, wa? Genau. Renovierungsbar. Kaufe weitere Verbesserung für Semis Bar. Marshall braucht Hilfe bei der Ergreifung eines verwirrten Jungen, der gerne mal unter. Okay, steht den Truck. Weise Dings ein Dings zu. Ja, das weiß ich noch nicht genau wie. Ich brauche einen Gefallen. Ich denke mal, das wird dann bald demnächst kommen. Na gut. Okay, machen wir erstmal das. Eins nach dem anderen, Freunde. Gute. Aber ich sehe, du hast einen Verbandskasten. Hier irgendwo. Da. Auf einmal steht meine Karre da. Nice. So, was gibt's denn? Marshall, wie läuft das Geschäft? Läuft. Du und Johnny, ihr kümmert euch um Aldridge? Er ist tot, wenn du das meinst. Den Arsch sollte man bei lebendigem Leib häuten. Ich bin ja sehr nachsichtig, aber niemand entehrt die Flagge der USA. Na jedenfalls, hättest du Lust, in die aufstrebende Kopfgeldjagdbranche einzusteigen? Was? Kautionspflichtige einsammeln? Kautionsbetrüger, Beknackte, Arschlöcher, die ganze Palette. Nur lebendig müssen sie sein. Du kriegst sogar meine alte Freundin, die B-128. Kompakte Pistole für Betäubungspfeile. Und dann bringe ich sie hierher, ja? Der Kofferraum bietet sich da an. Man will sich ja nicht die Sitzpolster ruinieren. Dein erstes Ziel ist Ray Duplass. Wurde mit baumelndem Lümmel auf offener Straße erwischt. Sympathischer Vogel. Der Junge ist bloß etwas verwirrt. Er sieht das als politisches Statement gegen den Krieg. Das hat ihm eine Tracht Prügel von den Jungs im Polizeirevier eingebracht. Viele von denen haben gedient oder haben Söhne beim Militär. Die nehmen sowas persönlich. Ray wird per Haftbefehl gesucht. Also werden die Cops nicht gerade freundlich zu ihm sein. Bingo. Ray hat ein paar der Kriegsgegner im French Ward, South Downs und der Innenstadt zugewunken. Mit seinem Schwanz. Na gut. Ich gehe zu einer dieser Versammlungen und schnapp ihn mir, bevor Fallpistole. Du hast jetzt die Fallpistole Dommer B-128. Sie kann jedes Ziel betäuben, hat aber eine sehr geringe Feuergeschwindigkeit. Und kein Magazin, sondern nur ein Pfeil im Lauf. Du bekommst die Donner auch beim Waffenhändler. Lege bewusstlose Körper in den Kofferraum eines großen Autos, um sie zu Marshall zu bringen. Körper aufheben, bla bla bla, Körper ablegen, gedrückt halten. Duplass ist schlüpfrig, wortwörtlich. Hyperhydrose, er schwitzt dauernd. Finde die Demo, gut. Dann findest du auch so Duplass. Oh. Okay, ich habe Zeit, Zeitdruck. Da. Zeitdruck ist nie was Schönes. Und fuchtel mit der Pfeilpistole nicht in der Öffentlichkeit rum. Ja, ich würde sagen, jeder Kopf würde sie für eine echte halten. Bingo Bongo. Naja, lass es mal mir sein, meine Sache. Keine Spur von Duplass.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich zeigt. Alter. Das muss ich mir einfach ansehen. Muss ich das sein lassen? So, ne? Die ganze Schacht macht den Penner zu Fischfutter! Ich gehe in Deckung. Kein Katz und Maus spielen, du Vogel, ey. Was ist mit dir falsch, ey? Spielt mit mir hier Katz und Maus? Okay, die hat also nur gewisse Pfeile. Boah, hier ist ja jede Menge Geld. Fast übersehen. So, nice. Gut, muss ich die ganzen Leute erstmal betäuben, damit sie mir... Ich geb dir gleich Arschloch. Vorsicht! Ein Arschloch mit einer Knarre! Oh, das sieht gut aus, die Karre. Ja, lässt sich eigentlich auch ganz gut fahren, muss ich sagen. Aber macht Spaß, das Ding. Macht Spaß. Das sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Ich hätte dir wohl doch Handschuhe mitgeben sollen. Ich hab gesehen, du hast Ray weggeschafft. Geht's ihm gut? Mann, Ray muss vor Gericht. Aber ich werde bei jedem Verhandlungstermin für ihn da sein. Kriegst du jetzt etwa Gefühle? Die Zeit klopft alle weich. Auf dich wartet als nächstes ein Betrüger namens Kurt Mancini. Ist mit seiner windigen Ölbohrfirma im Fadenkreuz der Dixie-Mafia gelandet. Der arme Kurt. Vergieß wegen dem Arsch keine Tränen. Der hat sich auf arme alte Witwen spezialisiert. Überlass ihn einfach den Korps. Oh, könnte ich. Aber womit würde ich dann mein Geld verdienen? Soweit ich weiß, haust er in so einem Drecksloch. Da schaue ich zuerst nach. Mancini ist ein Betrüger und ein Dixer. Versuch ihn bitte nicht gleich umzubringen. Okay, das heißt, es gibt also anscheinend mehrere Ziele. Na, gucken wir uns das mal an. Die Karre gefällt mir wirklich sehr gut. Die ist richtig geil irgendwie.
Von der Beschleunigung her, vom Lenken her, also vom Handling her. Schon extrem cool gemacht, das Auto. Gefällt mir. So. War auch gerade noch so gebremst. Ne? So, gehen wir mal da hoch. Hey Marshall, ich bin bei Kurt. Aber jemand war schneller. Noch nicht. Wenn der Kerl wirklich so schlüpfrig ist, ist er hoffentlich auch den Dixies einen Schritt voraus. Ich sehe mich mal um. Dixies lesen. Wer lesen möchte, kann gerne lesen. Einfach auf Pausieren drücken. Jo. Ach nein. Hey Marshall, ist Kurt eigentlich solo? Lincoln, auf solche Jungs stehst du also? Zu dürr. Ich brauche was zum Anpacken. Ich hab den Mietvertrag in French Ward. Läuft auf eine Terra Anger. Ich wette, unsere Dixie-Freunde waren da schneller. Könnte nicht schaden, da zu warten. Ich hab's mir ja schon gedacht, dass es noch andere Dings gibt. Und das Ganze ist auf Zeit. Was ich sehr, sehr mag. Mal die Ratte. Wow. Langsam. Langsam. Ganz durch beim Braun. Alles da. So, schnell. Das kostet Zeit. So schnell kann ein Auto auch futsch sein. So, mein Junge. Lass mal ein bisschen. Ja, ach, ehrlich, das ist ja nur ein Auto, deswegen brauch's ja auch. Weg. Manchmal sinkt die FPS auf 30 FPS, das ist richtig ekelhaft, wisst ihr das? Sieht ganz nice aus, die Karre. So. Ich erinnere mich, wie einige dieser großen Katze mit etwas Geld in der Tasche damals versucht haben. Das nehme ich gerne mit. Bin da. Kurt, ich hoffe, das war die letzte Station, Kumpel. Ich schwöre, es ist hier. Ich bin nur etwas verwirrt. Dann solltest du dich schnell entwirren. Sonst ist hier Endstation für dich. Falls du verstehst. Ja, natürlich. Es ist hier. Hey, Kurt ist abgehauen. Dann solltest du ihn finden und betäuben. Hab dich, mein Junge. Haha. Marshall, ich hab Mancini. Schläft wie ein Baby. Dann pack das Häufchen Elend mal ein und schafft es her. Ausgezeichnet, Mr. Clay. Na, dann ist doch gut. Wir brauchen die Polizei hier unten. Ja, ja, mach dir mal. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Habt ihr euch so gedacht, ha?
Das habt ihr euch so gedacht, mein Junge. Ich glaube, wenn die Zeugen rufen, muss ich sofort beseitigen. Das ist auch ein geiles Auto. Das wollte ich damals einmal als Modellauto haben. Richtig geiles Ding. Ich schaff das schon. Ich schaff das. Oh, so viel Geld. Boah. Wie fahren die denn? So, man hat anscheinend unendlich Pfeile. Das finde ich ja nice. Quasi nur noch ein Reifen, oder? Ja. Aber das geht. Solange die Karre nicht explodiert. Hält sich in Grenzen, glaube ich. Lande ist die Karre aber nicht zu gebrauchen. So. Eben mal den falschen Weg. Mann. Komm rein, ich hab noch mehr Arbeit für dich. Aber später, weil wir wollen jetzt nicht alles Kopfbild machen, ne? So, das ist das Rennen. Wenn wir schon mal hier unten sind, gibt's glaube ich ja hier unten. Ja, warte mal. Wie macht sich Mancini denn so? Der Scheißkerl wollte mir einen narrensicheren Weg verraten, wie ich von zu Hause aus Geld nebenbei verdienen kann. Hab ihm kurz mal den Viehtreiber vorgestellt und das war's. Auf jeden Fall habe ich dann noch einen für dich. Brian Patrick O'Malley. Kommt mir bekannt vor. Irischer Gangster, alte Schule aus Baton Rouge. Musste türmen, als ihm das FBI auf die Pelle rückte. Man munkelt, O'Malley wolle sich hier in New Bordeaux die Taschen füllen und dann nach Mexiko abhauen. Das Letzte, was ich brauche, sind noch mehr angepisste Iren, die um diese Stadt kämpfen. Das dachte ich mir auch. Ich habe gehört, O'Malley soll sich wohl im Bayou verkrochen haben.
Fang ihn ab, bevor er seinen Plan umsetzt. Ich schätze, du brauchst ihn lebend, wie die anderen. Leichen bringen kein Geld. Außerdem hat er 4 Brüder. Alle dick im Geschäft, oben in Baton Rouge. Du brauchst nicht noch mehr Feinde, würde ich sagen. Betäubungspfeile also. Mhm. O'Malley hat Schläger bei sich. Pass auf dich auf. Ah, zum Glück ist die Karre wieder ganz. Sehr freundlich, was ein Service. Das heißt also, alle wieder betäuben. Sollte ich hinkriegen, glaube ich. Sollte ich hinkriegen. Ich gehe davon aus, dass ich auch Q nicht benutzen darf. Weil sonst bringe ich die ja so quasi um. Ah, guck mal. Einfach alle betäuben, dann geht das schon. Dann ist das schon nach Mama. Waren wir doch schon. So, wie machen wir das am besten? Jetzt gibt's einen Einlauf mit Blei! So kann das immer sein. So, gib mir mal ganze Money. Oh. Viel Geld. Gibt's noch woanders da was? Mega. Okay. So. Gib mir mal den. Ich habe auch mal. Ich komme sowieso wieder zum Verfolgungsjagd. Nee, nicht die Karre. Gibt's keine schnelle Karre? Egal, komm, wir nehmen die Karre. So. Diese Annäherungsminen, die sind richtig praktisch. Ich hab keine mehr, leider. Scheiße. Naja, sollen sie mal kommen. Das war ganz easy. War ganz nice. So, der letzte Depp haben wir auch abgeliefert. Müsste jetzt anscheinend gut Geld geben, oder? Haben wir wieder 3000. Erledigst die Dinge. Danke, dass du O'Malley geschnappt hast. Nachdem die Behörden ihn geschnappt haben, dürfte er für seine Brüder nicht mehr von Nutzen sein. Wahrscheinlich schmieden die schon gewisse Pläne. Das ist ziemlich eiskalt, Marshall. Ist für mich alles eine Frage der Schadensbegrenzung. Lässt man einen Arsch wie O'Malley Nubadomis brauchen? Oder sollen sich lieber seine Brüder im Knast um ihn kümmern? Wir beide wissen, wie das läuft. Gesprochen wie ein wahrer Nigger. Was soll ich sagen? Man muss halt kleine Scheißsachen machen, um die richtig großen Scheißsachen zu verhindern. Und Leichen verscharren wir unterwegs. Hey, wenn ich eine Gardinenpredigt will, rufe ich meine Mutter an. Du hast das Richtige getan. Dieser Duplass. Ich habe mit einem Kumpel bei der Staatsanwaltschaft geredet. Er kommt frei und lässt den Hosenstall jetzt zu. Es geschehen doch immer wieder Wunder. Ja, kleine Wunder. Danke für deine Hilfe, Lincoln. Wir sehen uns, Marshall. Du hast dir die 3 eingefangen wie eine Sommergrippe. Neues Gute Fahrzeug Arbeit, und neue Aufkleber. Du hast die
Kopfgeldjagd für Marshall abgeschlossen. Hol dir dein neues Fahrzeug, den über den Fahrzeuglieferant. Bei Riggs bekommst du den neuen Aufkleber.